Hallo Kackbratzen. Ich hoffe mal, dass ihr wisst, dass es neben God of War auch noch andere Hack-and-Slash-Spiele auf der PS2 gab. Wobei ja das großartige God of War auch nur quasi eine 1:1-Kopie des von Tecmo im Jahr 2002 veröffentlichten Spiels Rygar war, das aber leider von niemandem gespielt wurde. 2005 warf Capcom einen neuen Kandidaten in den Hack-and-Slash-Ring. Die Macher der Omimusha-Serie wussten ja bereits, wie gut man dieses Genre rocken kann. Mit ihren damals neuen Titeln mischte man aber alles zuvor Dagewesene komplett auf. Zum einen gab es nicht nur eine extrem spannende Story im alten Rom, sondern auch ein absolut brachiales und extrem blutiges Gameplay, bei dem einem schon beim Hinschauen schwummrig werden kann. Pre-Christian era Rome. The empire had grown beyond its means, and the rule of the Senate elders had begun to fray at the edges. Shadow of Rome ist die Geschichte zweier junger Freunde, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Zum einen haben wir mit Agrippa ein absolutes Biest von einem Muskelprotz und auf der anderen Seite den eher zarten Octavianus. Auch wenn die Story des Spiels durch wunderschön produzierte Zwischensequenzen erzählt wird, sollte man nicht wirklich eine Geschichtsstunde über das alte Rom erwarten. Die Dialoge sind zum Teil umständlich übersetzt worden und auch die Schauspielerei einiger Charaktere könnten einige Schmerzen verursachen. Aber trotzdem hat Capcom die Produktionswerte extrem hoch gehalten, womit wir ein absolut brachiales und rundes Spiel erwarten dürfen. Eigentlich kann man sogar von zwei Spielen in einem sprechen. Denn da wir die Story dank den zwei so komplett verschiedenen Charakteren erleben dürfen, gibt es ebenfalls für jeden Charakter ein komplett auf die Persönlichkeit zugeschnittenes Gameplay, das sich jeweils extrem voneinander unterscheidet und vom Spieler ein komplettes Umdenken seiner Vorgehensweise erfordert. Unsere erste Hauptfigur ist Agrippa. Er war einst ein römischer Centurio, aber seine Karriere nahm eine abrupte Wendung, als man seinen Vater fälschlicherweise des Mordes von Julius Caesar beschuldigte. Natürlich wird seinem Vater der Prozess gemacht, aber anstatt ihn an Ort und Stelle hinzurichten, ist er quasi der Hauptpreis für den Gewinner der Gladiatorenspiele. Um die Hinrichtung zu verhindern, schlüpft Agrippa nun selbst in die Rolle eines Gladiators und versucht so als Gewinner des bestialischen Turniers hervorzugehen, um am Ende seinen Vater retten zu können. Die Abschnitte, in denen wir die Rolle von Agrippa übernehmen, sind absolut heftig, da wir die Bühne des Kolosseums in ein absolutes Blutbad verwandeln werden. Abhängig von seiner Waffe kann Agrippa seine Feinde aufschlitzen, zusammenquetschen, erschlagen, zerhacken oder auch in zwei Hälften schneiden. Wahlweise kann er auch seine Feinde entwaffnen und sie mit seinen bloßen Fäusten töten. Knoppers, das Frühstückchen. Sein nicht gerade zärtliches Vorgehen begeistert natürlich das Publikum, besonders wenn er mal wieder einen Gegner in einen roten Vulkan verwandelt. Je mehr Blut man vergießt, desto begeisterter ist das Publikum und als Belohnung werfen sie neue Waffen in den Ring und manchmal auch Käse. Während Käse nie schlecht ist, sind Waffen natürlich vorzuziehen, denn so stabil auch euer Schwert oder Hellebarde aussehen mag, so schnell können sie auch zerbrechen. Aber dazu kommen wir später nochmals kurz zurück. Auf der anderen Seite der Medaille haben wir den jungen Octavianus. Er wittert hinter dem Mord an Caesar und den falschen Anschuldigungen eine finstere Verschwörung und macht sich nun auf dem ganzen Mal auf die Spur zu kommen, um die Wahrheit hinter dem Verbrechen aufzudecken. Im Gegensatz zu Agrippa, der mit seinen bloßen Händen seine Feinde zerfleischen kann, ist der zerbrechliche Octavianus ein waschechtes Weichei und das wirkt sich auch auf das Gameplay aus, denn Octavianus kann nicht kämpfen. Und so werden wir die meiste Zeit damit verbringen, durch Rom und diverse Gebäude zu schleichen und darüber hinaus auch viele Dialoge führen. Mechanus! Antonius calls for you! What a beautiful voice you have, Octavianus. Wo es Schleichmissionen gibt, da wird es auch einen Sack voll Gegner geben. Grundsätzlich sollte man absolut einer jeden Konfrontation aus dem Weg gehen, denn bereits ein Schlag ins Fressbrett wird Octavianus in die ewigen Jagdgründe befördern. Zum Glück gibt es Werkzeuge, die ihm bei seiner Mission äußerst nützliche Dienste erweisen. So kann er Wachen ausschalten, indem er ihnen einen Krug auf den Schädel knallt, die natürlich nach einmaligem Gebrauch zu Bruch gehen, oder er kann seine Gegner wie der Hitman mit einem Stück Seil erwürgen. Who are you? Who are you? Lästige Dienstmädchen lassen sich hingegen mit Fröschen oder Ratten aus dem Weg schaffen. Und falls es wirklich keinen anderen Weg gibt, kann er noch auf die tödlichste Waffe von allen zurückgreifen: die Bananenschale.
Damit man nicht allzu schnell auffliegt, kann man sich noch in Kostüme werfen. Zur Verfügung stehen einem die Uniformen der römischen Wachen oder auch eine schicke Dienstmädchenuniform, komplett mit falschen Titten. Hat man aber eine Verkleidung übergeworfen, kann man aus unverständlichen Gründen nicht mehr rennen, schleichen oder sich ducken. Insgesamt sind die Schleicheinlagen wohl die brutalst schwierigsten, die wir vermutlich je in einem Videospiel erlebt haben. Sie sind teilweise enorm umständlich und schon der kleinste Fehler wird absolut tödlich enden. Man kann den Wachen nur dann etwas anhaben, wenn man entweder eine Waffe hat, die Wachen einem den Rücken zukehren und außerdem auch keine anderen Wachen in der Nähe sind. Sollten andere Wachen alarmiert werden, sollte man tunlichst seine Beine in die Hand nehmen und ein Versteck suchen. Aber es ist so verdammt faszinierend, wie man in nur einem Spiel so komplett verschiedene Spielweisen eingebaut hat. I bring to you this spectacular event, which I dedicate to the late Caesar. Und beide sind brutal schwer, wobei der Storypfad von Agrippa noch mit einem ganz anderen Level an Brutalität glänzt. In einem typischen Kampf fliegen Gliedmaßen im hohen Bogen durch die Gegend. Seltsamerweise allerdings nur Arme und niemals Beine. Das Spiel mutiert hier zu einem regelrechten Schlachthaus mit Unmengen von Blut. Agrippa kann es mit mehreren Feinden aller Formen und Größen aufnehmen und manchmal auch mit allen gleichzeitig. Der Nahkampf ist grausig und manchmal sehr, sehr schockierend. Es stehen zahlreiche einzigartige Moves und eine große Auswahl an brachialen Waffen zur Verfügung. Die Gladiatorenkämpfe sind zudem in verschiedene Typen aufgeteilt. Nicht immer gewinnt der letzte Mann, obwohl es meist darauf hinauslaufen wird. Auf dem Schlachtfeld herrscht das Chaos und keine Schlacht wird wie die andere ablaufen, was sich auch wirklich großartig auf den Wiederspielwert auswirkt. Das Einzige, was wie gesagt den Kampf etwas grützig macht, ist die Kurzlebigkeit von Waffen, Schilden und Rüstungen. Es gibt wohl nichts Schlimmeres als diese absolut unnötige Gameplay-Mechanik, die mich auch in Zelda reihenweise zum Kotzen brachte. Kaum schlägt man ein paar Mal mit seiner Waffe zu, wird sie sich in ihre Einzelteile auflösen, weshalb man sehr, sehr oft panisch auf dem Schlachtfeld herumlaufen wird, um nach Ersatz zu suchen. Alternativ kann man natürlich auch die Arme eines Feindes abreißen, sie zu Boden werfen, um sie dann erbarmungslos zu zerquetschen und sich dann deren Waffe schnappen. Trotzdem lebt man mit der ständigen Angst, dass einem im falschen Moment, und damit meine ich besonders die absolut knusprigen Bosskämpfe, die Waffe den Geist aufgibt. Bosskämpfe sind auch so eine feine Sache. Die sind absolut frustrierend und allzu oft wird man mit voller Wucht den Controller gegen die Wand schmettern wollen. Bosskämpfe in Shadow of Rome sind im Prinzip die spaßigen Varianten von Dark Souls Bosskämpfen. Hauptsächlich wird man wie ein wildes Huhn panisch durch die Arena laufen und irgendwie versuchen, den Boss mit ein oder zwei Combo-Attacken anzugreifen, während man das Angriffsmuster des Gegners auswendig lernt. Waffen gehen unheimlich schnell in den Arsch, gerade dann, wenn man verzweifelt versucht, einen Angriff zu blocken. Zum Glück sorgt das Publikum für Nachschub. Leider wirft das Volk nur relativ selten irgendwelche Nahrungsmittelreste in den Ring, mit denen man seine Gesundheit etwas auf Vordermann bringen kann. Man muss bei den Bosskämpfen jedenfalls nicht nur durchtrainierte Finger, sondern auch sehr, sehr, sehr viel Geduld mitbringen. Insgesamt sind aber die Gladiatorenkämpfe mit all den fliegenden Körperteilen und spritzenden Blut ein großer Spaß für die ganze Familie. Wo erlebt man schon Szenen, in denen man in einem Kampf einem Mann seinen Arm abtrennen kann, nur um ihn damit wenige Augenblicke seine Birne weich zu klopfen? Und in welchem anderen Spiel kann man schon in eine Schlägerei mit einer Frau geraten, deren Arme abgetrennt wurden, aber extrem scharfe Klingen an ihren Beinen hat? Das sind alles Dinge, mit denen man sich innerlich warm und wohlig fühlen wird und sehr gerne das Spiel immer mal wieder aus dem Regal holt, um ein paar vergnügliche Stunden zu verbringen. Bei all dem Chaos und Splatter auf dem Bildschirm bleibt erstaunlicherweise die Bildrate ziemlich stabil. Und dabei hat die PS2 enorm viel zu ackern. Die Charaktere sehen aus der Nähe überraschend lebensecht aus und zeigen teilweise wirklich glaubwürdige Emotionen. Die Animationen sind großartig, vor allem wenn Agrippa einige der größeren verfügbaren Waffen schwingt. Man sieht und spürt wahrlich seine enorme Kraft. Sonnenlicht bringt die Waffen und Rüstungen zum Funkeln und auch die schwitzenden Körper der Gladiatoren scheinen im harten Licht zu glänzen, sodass man den Schweiß beinahe riechen kann, wobei ich jetzt das Video eigentlich von jeglichen Fetischinhalten freihalten wollte. Octavianus ist hingegen nicht ganz so spektakulär, aber zumindest hat man ihm ein ziemlich feines Moveset verpasst, das man anscheinend schamlos bei Metal Gear geklaut hat. Besonders großartig ist auch der Sound gelungen. Die harten Geräusche von Metall, das auf Fleisch trifft, verschaffen der ohnehin schon dichten Atmosphäre auch noch die perfekte akustische Kulisse. Ja.
Das Grölen des Publikums dröhnt durch die Lautsprecher und schrillt zunehmend an, je größer das Blutvergießen wird. Ihr müsst das Spiel unbedingt mit Kopfhörern oder zumindest einer laut aufgedrehten Anlage spielen, denn die Akustik ist wirklich einmalig. No! Der Sound saugt einem förmlich in das Spiel rein, was absolut unglaublich ist. This must be their best fighter, the one saved for last. I cannot die now! Auch die Sprachausgabe ist ausnahmsweise ganz okay, was für die vielen Zwischensequenzen wirklich von Vorteil ist. You created the congregation, only to destroy us one by one with no thought or respect. Insgesamt ist der Soundtrack zwar auch fantastisch, wiederholt sich allerdings allzu oft. Wenn es ein Spiel gibt, das absolut ein Remake oder wenigstens eine Fortsetzung verdient hat, dann ist es mit absoluter Sicherheit Shadow of Rome. Was hier Capcom abgeliefert hat, ist das wohl gnadenlos brachialste Actionfeuerwerk, das wir je auf der PS2 erlebt haben. Dagegen ist der Jahre später veröffentlichte Xbox-Titel Rise Son of Rome nur ein Sack heißer Luft. Shadow of Rome bietet auch viel mehr als nur blutige und hirnlose Kämpfe. Klar ist es eines der wohl besten Hack-and-Slash-Spiele aller Zeiten, aber dazu gibt es noch eine extrem packende Story und mit dem Part von Octavianus noch ein zusätzliches rein schleichorientiertes Gameplay, womit es insgesamt eine Menge Abwechslung gibt. Jeder und ich meine auch wirklich absolut jeder sollte Shadow of Rome gespielt haben. Und wenn man keine PS2 hat, dann holt man sich gefälligst einen Emulator. Es gibt absolut keine Ausrede, warum man dieses Spiel nicht gezockt haben sollte. Es ist vielleicht stellenweise extrem schwer und umständlich, aber das Gesamtpaket macht Shadow of Rome zu einem der besten Spiele aller Zeiten. I will fulfill Caesar's dream of the Pax Romana, whatever it takes. And I shall help you in whatever way I can. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.